So, es ist Silvester, der 31.12. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir heute noch mal ein bisschen was Gas geben hier. Deshalb sind wir hier in einem Special Outfit, ja, also schon quasi fertig für die, ja, etwas andere Silvesterparty in diesem Jahr. Aber wir wollen euch ein bisschen was über Bräuche und Traditionen erzählen. Und jetzt Ja. warten wir ein Momentchen, bis sich hier so ein bisschen auch Social Media mäßig was tut. Ist ja mal wichtig, dass man da im Moment mal abwartet, bis die Leute hier an Bord sind auch. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an, ob der ein oder andere schon hier ist. Ja, ich sehe uns jetzt selber schon. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, hallo aus dem Allgäu, schreibt man hier. Wir warten trotzdem mal. Wir haben ja gesagt, um 13 Uhr wollen wir loslegen. Haben wir jetzt noch nicht. Deshalb warten wir da noch ein kleines Momentchen, bis alle an Bord sind. Ja, ist ja auch mal eine Menge Einschaltquote hier. Ich weiß ja nicht, wie es an Silvester ist. Ne? An diesem Jahr ist ja eh alles anders. Also, ja, ne? Da kann man also nicht drauf gehen, was hier so los sein wird. So. Ja, aber wir haben 100 Leute sind dabei schon. Wow, Also, das ist ja eigentlich schön. für Silvester, ne? Nicht schlecht, würde ich mal sagen. So, jetzt muss ich mal nur schauen, wie man das hier so einschalten kann, dass ich euch, ach, jetzt sehe ich euch doch hier wunderbar. So, ja, ich würde sagen, ja, wir begrüßen nochmal alle, die jetzt kurzfristig eingeschaltet haben. Wir haben ja heute ein bisschen Silvesterprogramm gemacht. Wir haben zum Beispiel heute Nachmittag noch den großen Wirschli-Test. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir uns ein bisschen unterhalten über, ja, die Traditionen und Bräuche, ja, ab morgen, ne? Weil morgen ist ja das neue Ja. Jahr. Und jetzt gibt es doch einige Dinge, da muss man ganz schön aufpassen, was man darf und was man nicht darf. Und das wollen wir euch heute noch mit an den Weg oder auf den Weg geben im alten Jahr, damit wir das alle richtig machen. Denn ich habe schon echt gestaunt, was du mir da so erzählt hast. Also ich hätte, glaube ich, schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Und es soll ja Glück bringen, ne? Wir wollen ja gerade in 2021 wollen wir ja wirklich. Es soll ja anders werden als 2020. Also das Auf wollen wir jeden schon. Fall, auf jeden Fall. Ja, deshalb würde ich sagen, ich übergebe jetzt an dich, denn du hast einiges zusammengetragen. Keine Angst, das ist nicht das ganze Buch hier, sondern es sind nur zwei Seiten, eins, Ja, zwei, drei, vier Seiten auf diesem Buch. einige Notizen für Notizen, mich. genau. Und deshalb wollen wir schauen, was darf man denn morgen machen und was nicht in Ungarn. Und ich habe mir mal ein bisschen in der Welt rumgeguckt. Da ergänze ich gleich mal so ein bisschen, weil ich habe auch ganz tolle Silvesterbräuche und Neujahrsbräuche gefunden aus der Welt. So, jetzt aber loslegen wir. Das Mikro ist dir und das Super. Publikum schenke ich dir auch jetzt. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. So, ich möchte natürlich alle Ungarn-TV-Zuschauer begrüßen. Und dann erzähle ich ein bisschen, wie läuft es in Ungarn? Also, was für Traditionen sind und was für Aberglauben? Es sind einige. Also, ich war auch ein bisschen schockiert, als ich ein bisschen auch nachgelesen habe. Es sind einige, die, denke ich mal, für viele, viele Menschen bekannt sind. Aber einige war ich so nicht so bekannt. Aber wir werden natürlich am 1. Januar sehr, sehr aufpassen, was wir machen dürfen und was verboten ist eigentlich. In Ungarn sagt man, was man am ersten Tag des neuen Jahres macht, das wird bezeichnend für das neue Jahr, für das ganze neue Jahr. Aber natürlich sind Aberglauben, sagen wir so, womit man aufpassen soll. Und ich habe mir Notizen natürlich auch aufgeschrieben, ein bisschen Hilfe für mich. Das Erste, was, denke ich mal, auch sehr bekannt ist, darf man nicht waschen und darf man auch nicht aufhängen. Also, aber man darf sich nicht waschen oder die Klamotten? Also die Wäsche, also dich, denke ich mal, hängst du auch nicht auf. Also ich meine Na, so, hoffentlich nicht, also. ich meine so, dass natürlich die Wäsche darf man nicht auswaschen und auch nicht aufhängen. Warum? Das ist die Frage immer, warum darf ich nicht? Weil, wenn du am ersten Tag die Wäsche auswäschst und aufhängst, das bringt eigentlich Unglück. Dann wirst du dein Glück auch auswaschen und auch damit aufhängen. Und mit dem Aufhängen, was ich ein bisschen schon sehr, sehr hektisch finde, darf man auch deswegen nicht, weil viele, viele alte Menschen glauben noch daran, wenn man die Wäsche aufhängt, dann kommt das nächste Jahr ein Todesfall in der Familie oder in der Verwandtschaft. Also nicht waschen, nicht aufhängen. Lassen wir die Klamotten im Kleidersack. Die Waschmaschine bleibt aus morgen und das ist schon mal wichtig. Das ist sehr Ja. wichtig. Dann, was auch sehr wichtig, schmeiß nichts im Müll.
Also natürlich, wenn in der Wohnung, also in dem Müll kann man schon was wegschmeißen, aber darf man nicht runterbringen, wegwerfen. Und das ist auch mit den überflüssigen Sachen so. Wenn man alte Sachen hat, was man sagt, ah, das brauche ich nicht, darf man nicht am 1. Jänner wegwerfen, weil das bringt, damit schmeißen wir auch unser Glück für das neue Jahr aus. Also kein Müll wegbringen, runterbringen, erst am 2. Jänner. Am 2. Jänner darf man schon, aber 1. Jänner bleibt alles in der Wohnung, in dem Haus drinnen. So. Hab ich verstanden. Ja, sehr wichtig. Also ich sage auch ein bisschen langsamer, wenn jemand zum Beispiel Notizen machen möchte, dann helfe ich natürlich damit auch. Es muss aber Ordnung rumherum sein. Deswegen habe ich schon auch ein bisschen aufgeräumt in der Wohnung auch, weil das ist sehr wichtig, dass am 1. Jänner darf man auch nicht aufräumen, aber trotzdem muss Ordnung sein. Und warum muss Ordnung sein? Weil sagt man, also die Aberglaube sagt, dass wenn man Unordentlichkeit in der Wohnung, in dem Haus ist, dann wird für das ganze neue Jahr Chaos herrschen. Das wollen wir natürlich nicht. So wie bei mir im Büro. Na, no, das finde ich aber nicht so schlimm jetzt. So Chaos kann noch sein. Und natürlich, jetzt habe ich immer gefragt, was ist, wenn jemand Hausparty macht? Aber im 2020 haben wir dieses Problem nicht so sehr. Ich glaube nicht. Ich glaube. Vielleicht Familienmitglieder zusammen, aber dann wird auch, denke ich mal, nicht so große Unordentlichkeit. Also muss Ordnung rumherum sein. Sehr wichtig. Dann worauf jetzt gerade in dieser Zeit ein bisschen auch lächeln sollte, geh nicht zum Arzt und ruf auch nicht den Arzt an. Da fällt mir jetzt gerade ein Spruch von unserer lieben Tante Cezi ein, den wiederhole ich nochmal in diesem Jahr. Gehen Sie nur dann zum Arzt, wenn Sie auch wirklich gesund sind. Also dann haben wir doch heute eigentlich, läuft die Nummer doch, oder? Ah ja, also sagen wir so, dass heutzutage ist eher ein bisschen schwieriger, aber am dem ersten Tag, kein Arzt rufen, nicht zum Arzt gehen, weil dann das nächste Jahr kann mit Verletzungen und Krankheiten. Naja, es gilt natürlich nicht für die, die vielleicht gerade irgendwo so. Ne, natürlich. Deswegen sage ich, das sind Aberglauben. Also sind Sachen, woran ich auch glaube, zum Beispiel mit dieser keine Wäsche auswäschen, aufhängen, das passe ich sehr, sehr auf darauf. Denke ich mal, bei uns kann man sagen, es gibt fast nie Unordentlichkeit, also darum mache ich auch keine Sorge. Also Arzt, Gott sei Dank, sollte ich nicht rufen. Also hoffentlich sollen wir auch nicht am ersten Tag rufen. Laie für niemanden. Darf ich mal eben unterbrechen? Weil ich sehe gerade die Kommentare hier. Jetzt kommt gerade ein Kommentar. Sie haben einen sehr schönen Dialekt, schreibt man gerade. Oh, danke schön. Also das habe ich auch oft gehört, wenn ich in Deutschland oder in Österreich bin, dass jeder bemerkt sofort, dass ich Ungarin bin, weil die Ungarischen reden ein bisschen so mit ungarischem Dialekt. Aber ich probiere mein Bestes und probiere ich auch auf die Grammatik aufpassen, was nicht immer geht, aber probiere ich schon. Also was ich, das fünfte, Laie für niemanden. Also damit meinen Sie das Geld. Nämlich, wenn wir am 1. Jänner für jemanden Geld leihen, dann kriegen wir das sehr, sehr schwierig zurück. Und kann auch sein, dass aus unseren Händen in dem ganzen neuen Jahr das Geld ausfallen wird. Was, denke ich mal, das Bekannteste? Und ich denke, dass auch viele, die in Deutschland leben oder in Österreich oder in der Schweiz oder in der ganzen Welt, was fast alle kennen, was in Ungarn eine sogenannte Tradition ist, ist kein Geflügel und kein Fisch. Warum? Fisch, sagt man natürlich, Fisch schwimmt, damit schwimmt auch dein Glück weg. Und Geflügel, wie zum Beispiel Huhn, Ente, Puten, natürlich auch sehr wichtig, dass darf man überhaupt nicht essen, sonst werden sie dein Glück, unser Glück verkratzen. Wegscharren. Ganz genau, ja. Ganz genau. Was aber Tradition ist am 1. Jänner, viele haben schon von mir auch gefragt, was isst man am 1. Jänner? Und natürlich, aber das kommt um Mitternacht eigentlich. Wirschli, ja. Ich habe schon eine vorbereitet, natürlich. Ja, und das wird auch sehr spannend, denke ich mal, um 15.30 Uhr. 15.30 Uhr, da ist der große Wirschli-Test. Ja, 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 wird sehr spannend und sehr lecker.
Also. Ja, das glaube ich auch. Aber zum Mittagessen, zum Beispiel, meine Mutter macht immer Korhei-Suppe. Also Korhei kann ich nicht übersetzen, weil weiß ich gar nicht. Also ich habe nichts gefunden, wie man das auf Deutsch sagt. Aber enthält Sauerkraut, Wirschli, ungarische richtige Wurst und was noch, etwas fehlt noch mehr und Schweinfleisch sogar. Das ist einfach mega lecker. Und zweite Mal, wenn eventuell jemand heute ein bisschen mehr trinkt und ein bisschen Kater hat, dann das ist sehr gut und beruhigend für den Magen. Oh ja, also das ist mein Lieblingssekt eigentlich, aber du hast nicht so richtig gezeigt. Nee, das wollte ich nicht so. Also, okay. Ist ja noch früh. Ja, das ist noch früh, das stimmt. Gibt nachher Ärger. Also diese Suppe ist bei uns natürlich immer Tradition und ich mag das sehr. Also wirklich sehr, sehr lecker. Mhm. Also ich hoffe, dass meine Mutti auch uns sieht und für nächsten Tag vorbereitet schon die Suppe. Aber lass uns nochmal, die isst man dann erst Mitternacht, oder? Ja, also es ist unterschiedlich. Im Allgemeinen um Mitternacht sieht das so aus, dass erst isst man natürlich Wirschli mit Senf, mit Meerrettich. Und natürlich Sekt, dann natürlich Prost sagen. Und in Ungarn ist das immer Tradition, was ich auch sehr schön finde. Und egal ob Kind, Jugendliche, ältere Leute, schalten wir der ungarische Hymn ein, singen wir natürlich, stehen wir gerade. Und damit nehmen wir auch Abschied von dem alten Jahr und begrüßen wir das neue Jahr. Machen wir übrigens heute Nacht auch. Wir wollen natürlich euch mit euch so ein bisschen den Jahreswechsel begleiten. Entweder kurz vorher schalten wir uns ein, mit einer Nationalhymne auch natürlich, ganz traditionell, oder halt danach. Kommt drauf an. Ja. Ne? Also kommt drauf an, wie die Lage ist hier und ja, ob das vorher oder nachher ist. Aber wir wollen euch natürlich dabei haben. Wir haben euch das ganze Jahr über begleitet und dann wäre es ja toll, wenn wir auch den Jahreswechsel dann gemeinsam irgendwie zelebrieren. Zumindest anstoßen, nicht mit einer Kaffeetasse, sondern dann mit dem damit Sekt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. So, aber das finde ich wirklich eine schöne Tradition, das machen wir alle. Also das kann man nicht sagen, dass nur einige, sondern alle. Ah, schon seit die kleinen Kinder stehen dann schön geradeaus und singen sie oder hören sie zu, natürlich der ungarische Hymn, worauf natürlich, worüber viele sagen, einer von den schönsten. Und das finde ich nicht nur deswegen, weil ich Ungarin bin, aber finde ich auch, wenn man versteht, worüber das geht, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, wie wir die Einschaltquote heute Nacht dann total in die Höhe treiben würden, wenn wir sagen, wir singen die mit, wir singen die selber. Kannst du sie mitsingen? Ich kann schon natürlich, also ich kenne das Text, aber meine Stimme ist, sagen wir so, nicht so schön. Also ich habe jetzt eine Ausrede, ich kann sagen, ich kenne sie nicht, und also ich kenne sie so nicht, dass ich sie mitsingen könnte. Ne? Die deutsche natürlich könnte ich natürlich sofort mitnehmen, jede Strophe, ja? Aber die ungarische ist natürlich, aber wir gucken mal, vielleicht können wir da ja so ein bisschen, ein bisschen rangehen an die Nationalhymne heute Nacht. Gut, du hast noch mehr, mehr Bräuche und Traditionen. Natürlich mit der Tradition, was auch jeder kennt, denke ich mal, Linsen. Linsen müssen wir essen, weil egal ob Salat oder man macht Suppe, etwas muss natürlich auf jeden Fall mit Linsen machen, weil einmal sagt man dann, wirst du, bleibst du natürlich schön und zweite Mal wirst du reich. Also ich empfehle für jede, die noch nicht besorgt haben, Linsen auf jeden Fall muss morgen auf dem Tisch stehen. Ich habe eine ganze Palette besorgt. Das ist super. Also, dann werden wir sehr, sehr schön. Und sehr, sehr reich. Ich denke, hoffentlich. Ich denke, müsste passen. Und wir essen immer Ferkel. Warum Ferkel? Ja, wir haben alle beide eine kleine Ferkel mit. Weil Ferkel und Schweinchen bringt immer Glück mit. So, das ist mit der Tradition. Ich habe auch noch eins hier. Mit deinem Wirschli, das ist unglaublich. Und viele essen auch Strudel. Aber ich hatte nicht genug Zeit nachzulesen, warum, aber das ist auch Tradition, eigentlich Strudel zu essen. So, das siebte, bewahre dich von den Frauen als Gast. Na, das finde ich. Ich habe es immer schon gesagt, bewahrt euch vor den Frauen als Gäste.
Aha. Jetzt kommt es raus. Also das finde ich ein bisschen negative Diskrimination gegen die Frauen. Ja, ich habe es ja nicht gesagt. Ja, das finde ich auch nicht schön eigentlich. Und an diese Aberglaube finde ich, glaube ich auch nicht so sehr. Aber sagt man wirklich so, sogar schon unsere Großeltern, Urgroßeltern haben immer gesagt, der erste Gast in dem neuen Jahr muss ein Mann sein. Wenn ein Mann erst einmal in der Wohnung, in dem Haus reinkommt, dann wird ein glückliches Jahr kommen. Ja, so wie normal, ne? So wie immer. So wie immer, natürlich. Und wenn eine Frau kommt, dann wird das ein unglückliches Jahr. Naja, das soll jeder entscheiden, ob das daran glaubt oder nicht. Daran glaube ich nicht so sehr. Aber wir haben es mal erwähnt, sagen wir so. Ne? Wir haben es mal erwähnt. Aber erster Gast soll zu uns auch ein Mann kommen. Okay, dann sagen wir das auch nicht so schön, aber frisst nichts alles auf. Warum? Der Kühlschrank darf nicht ganz leer sein am 1. Jänner, sonst wird für deinen Haushalt das ganze Jahr das typisch. Und das wollen wir natürlich nicht. Also unser Kühlschrank, denke ich mal, ist voll gepackt bis oben hin, da passt nichts mehr rein. Ganz genau. So soll das sein. Das ganze Jahr über dann auch. Dann, was ich noch ganz interessant finde, trag keine abgenutzte, abgetragene Kleidung. Also egal, wenn am 1. Jänner jemand nirgendwo hingeht, zu Hause soll man auch natürlich eine schöne, saubere Kleidung tragen und keine abgenutzte Trainingshose. Ich wollte gerade sagen, mal so ganz locker in der Trainingsbutze ist dann nicht, oder? Nee, das also sagt man wirklich, das soll man am 1. Jänner, egal ob wir zu Hause bleiben oder nicht, schöne Kleidung tragen, weil sonst kann passieren, dass wir kein Geld und kein Glück haben werden. Und was ganz interessant ist, wenn jemand eventuell alleinstehend ist oder Single ist, sagt man auch, dass am 1. Jänner soll man dann rote Kleidung tragen oder etwas Rotes auf jeden Fall an uns haben. Und dann sagt man natürlich laut Aberglaube, dass wir in diesem Jahr unsere Liebe, unsere Partner finden werden. Also das darf man dann oder soll man dann über Nacht, also Silvester muss ich mich ja dann ja schon rot anziehen. Du sollst nicht so sehr im Rot. Na, ich meine nur so, also ich habe zum Beispiel jetzt, eine rote Unterhose an. Oh ja, das muss man auf jeden Fall vor Mitternacht tauschen. Wenn du nicht eine neue Partnerin suchst, natürlich, das also, weiß man nicht. Ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe nämlich geguckt, wie das in anderen Ländern ist. Und komischerweise in China, Spanien und Italien sagt man, man muss rote Unterwäsche tragen, wenn man im nächsten Jahr Glück haben will. Ja, das denke ich mal. Ich habe auch eigentlich in ungarischer Tradition gelesen, aber jetzt das Neueste eigentlich, wenn jemand rote Kleidung trägt, dann wird eine Partner finden für das neue Jahr. Also wenn jemand Single ist, morgen auf jeden Fall rote Kleidung anhaben. Santa Claus ist ja auch schon in Rot gekommen. Er ist immer im Rot. Und das 10., was auch sehr wichtig ist, aber ich denke, das ist nicht nur am 1. Jänner, sondern können wir sagen, dass für das ganze Jahr streite nicht. Am 1. Jänner, wenn jemand streitet mit dem anderen, dann kann sein, dass das ganze Jahr so voll mit Streiterei wird. Das wollen wir, denke ich mal, alle nicht. Und deswegen, wenn zum Beispiel man weiß, dass ich habe Recht, wir sollen klüger sein, schlucken eins, zurücktreten, und sagen, nein, am 1. Jänner auf keinen Fall zu streiten. Aber ich sage, dass in 365 Tagen darf man auch natürlich nicht streiten oder probieren wir. Und ja, also was noch ich für die Liebespaare empfehlen kann, das mache ich schon seit einigen Jahren oder machen wir schon. Um Mitternacht soll man auf die Lippe ein bisschen Honig schmieren und damit unser Partner küssen. Dann sagt man, dass die Liebe wird lange, lange Zeit dauern. Ich habe jetzt nur eine Bockwurst hier, aber... Also bis Mitternacht kannst du noch auch Honig haben. Aber mit deiner Bockwurst, ich denke, du sollst das auch essen, weil ich sehe schon, dass die ganze Zeit mit dieser Wirschli bist du sehr, ja, sehr beschäftigt. Wir müssen ja erstmal hier noch ein bisschen zum Besten bringen. Ich habe gerade hier, kommen ja auch ein paar Kommentare heute, ziemlich viele, da hat schon eine Dame geschrieben, zeig doch deine rote Unterhose mal. Oh ja, ja. Ich meine, das können wir erst nach 23 Uhr im Nachtprogramm dann machen, ja. Also das ist jetzt im Moment verboten, ja. Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen rumgeguckt, weil ich fand das ganz interessant, wie viele Länder, wie viele Traditionen da haben. Und da habe ich eine ganz spannende Tradition, auch zum Beispiel in Italien.
isst man übrigens auch Würstchen und Linsen. Also die haben das so ein bisschen übernommen da, oder vielleicht haben die Ungarn das von den Italienern übernommen, keine Ahnung. Wer hat es erfunden, ist immer die Frage. Ne? Aber die Italiener machen das auch. Und ganz interessant, die Dänen in Dänemark, da springt man um Punkt 12 Uhr vom Tisch. Also auch ganz spannend, wenn ich mir dann so vorstelle, so eine Party, ne, mit so ein paar Leuten. Gut, Partys haben wir in diesem Jahr eh nicht so viel. Aber wenn er dann gegen 12 Uhr, dann stehen alle am Tisch und die müssen dann Punkt 12 Uhr vom Tisch bringen. Ganz interessant auch zum Beispiel Spanien. Die müssen nämlich 12 Trauben parat haben, wenn die Uhr 12-mal oder die Glocke 12-mal schlägt. Bing, bing, bing. Und bei jedem Glockenschlag müssen die eine Traube verspeisen. Hängt denen beim 12. Traubenschlag, Glockenschlag immer noch eine Traube quer im Hals oder sowas, haben sie fürs ganze Jahr Unglück. Also auch ganz spannend da, ja. Und jetzt habe ich noch einen, lege ich noch einen drauf, in Kolumbien. Und das ist, glaube ich, so eine Sache für mich, die ich, glaube ich, dieses Jahr mal mache. Da ist nämlich zum Beispiel, wenn du einmal um deinen leeren Koffer läufst, dann danach einmal um den ganzen Block, dann wirst du im nächsten Jahr sehr, sehr viel reisen. Und das wäre eigentlich schön für uns alle. Das müssen wir alle dann machen. Ich würde sagen, wir packen uns heute Abend den Koffer schon mal parat, laufen einmal um den leeren Koffer, dann einmal um den Block. Diejenigen, die keine Ausgangssperre haben, ja, und die anderen, die nehmen sich einfach einen Hund mit, dann dürfen sie ja raus. Ja, und dann laufen wir einmal um den Block. Und wer nicht schnell genug runter kann, der kann auch die Dachrinne nehmen, dann kommen wir auch schnell runter. Das gefällt dir sehr. In Ungarn oder in Brüssel, kein Problem, ja, da geht es immer noch. So, und jetzt schreibt einer hier, in Österreich isst man um Mitternacht einen Sauschädel. Was ist denn das? Ein Sauschädel, das ist hoffentlich nicht das, was ich auch denke. Oh mein Gott. Ja, aber ich habe auch mal von Österreich, die Nachbarn hier in Österreich, die machen nämlich Folgendes. Die sagen, man sollte in der Nacht um Mitternacht einen Walzer vor dem Rathaus tanzen. Dann kommt Schwung ins neue Leben. Auch so eine Tradition, die habe ich auch gerade dann nochmal gelesen, was die Österreicher machen. Geht dies ja natürlich auch nicht, weil, ja. Aber denke ich mal, mit Fantasie, mit Gedanken kann man das auch zu Hause machen. So. Absolut. So, noch einen habe ich für euch, bevor ich dann aufhöre mit den ganzen Traditionen hier. Aber ich fand auch noch ganz spannend, Russland, die machen das folgendermaßen. Die schreiben sich einen Wunsch auf Papier. Dann wird das Papier zusammengeknollt, dann wird das angezündet. Und die Asche von diesem Papier wird in den Champagner gestreut und dann wird das getrunken. Oh, das vielleicht soll man auch machen. Also, ja, ich weiß nicht, ob das so gut schmeckt, aber es gibt ja auch so Goldglitzer da drin. Das haben wir mit Asche mal. Ne? Also das machen die Menschen in Russland. Habe ich mir heute Morgen mal nochmal reingezogen hier. Ja, das sind eigentlich so die spektakulären. Den Kopf vom Schwein stückchenweise. Das ist dann der Sauschädel. Oh. Naja. Schweinekopf. Wir lernen auch immer etwas Neues. Das ist auch interessant, aber wäre jetzt auch nicht so. Also ich nehme lieber das Wirschli. Ja, das habe ich gedacht. Ein Wirschli musst du auf jeden Fall essen. Genau. Also wir haben ja gestern eingekauft hier ordentlich. Und du hast zum Beispiel ein Wirschli, was auch knackt. Das werdet ihr nachher in dem Wirschli-Test sehen. Ganz interessant. Muss das knacken. Muss ich sagen. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir so ein paar Traditionen rum. Ne, das virtuelle Sektglas haben wir im Prinzip gestartet. Ist noch nichts drin. Aber. Ne, ist ja auch noch früh. Leuchtet. Ne, leuchtet auch. Und da tun wir erstmal nachher was rein. Aber. Schön. Wir würden sagen, dann, wir sehen uns um 15.30 Uhr erst nochmal wieder bei einem leckeren Würstchentest. Alle für alle die noch nicht wissen, welches Wirschli soll es denn sein heute Abend. Vielleicht habt ihr da noch irgendwie ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir haben euch da ein paar zusammengetragen. Und war sehr lecker. Und dann würde ich sagen, um kurz vor Mitternacht oder kurz nach Mitternacht begleiten wir euch alle mit in das neue Jahr. Das ist ein Stück Gemeinsamkeit, die wir auch mit der virtuellen Kaffeetasse erschaffen haben. Denke ich, das tragen wir jetzt mal mit hinaus hier. Und ich finde es eine ganz tolle Sache eigentlich, ne? Mit euch dann richtig ein bisschen Spaß machen. Ja, vielleicht haben wir noch so Auszüge von Dinner for One für euch. Ja, so eine kleine lustige Einlage vielleicht noch. Also achtet mal drauf. Wir geben euch vorher noch Bescheid, ob wir kurz vor Mitternacht, also kurz vor dem Jahreswechsel uns melden oder danach mit einer kleinen Show-Einlage hier. Ja, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen für alle Zuschauer natürlich ein paar Wörter zu sagen. Ich möchte natürlich für alle
Zuschauer bedanken, dass natürlich das ganze Team für das ganze Jahr begleitet haben. Wir haben auch sehr, sehr viele Freunde, Bekanntschaft bekommen, natürlich einmal durch virtuelle Kaffeetasse. Und ich weiß, dass auch meine Eltern diese, wie sagt man, jetzt, wie sagt man das, was wir jetzt gerade machen? Aber wir machen gerade eine Sendung. Ja, eine ganz genau Sendung, Entschuldigung. Mhm. Also ich möchte natürlich auch für meine Eltern, für meine Geschwister, für meinen Bruder, Bolage natürlich, der in England ist, natürlich viel, viel Glück, auch für seine Freundin Rose, auch für meine Freundin Adri, Lazzi, unser Patenkind. Für alle möchte ich natürlich ein glückliches neues Jahr wünschen, auch für alle Verwandte, Arbeitskollegen. Eigentlich für alle möchte ich natürlich ein super schönes, glückliches 2021 wünschen. Und sagen wir so, 2020 war nicht das schönste Jahr, denke ich mal, für uns alle. Aber ich glaube, wenn wir alle hoffen und positiv denken, dann 2021 wird unser Jahr. Und damit nochmal einen guten Rutsch und wir sehen uns noch natürlich entweder vor Mitternacht oder nach Mitternacht. Ja, jetzt hast du so viel geredet, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Siehst du, also ich lerne manchmal von dem Meister. Also das ist hervorragend, das war eine sehr entspannte Sendung heute in dieser Form und ich kann nur sagen, ich werde gleich die Dachrinnen erstmal putzen, damit wir heute Nacht ordentlich schnell runterkommen hier. Und dann ist ja der Gag in Ungarn im Moment. Ne? Das wird ja immer noch, also ich habe gesehen, wirklich, die verkaufen teilweise Dachrinnenstücke im Moment, so als Souvenirs hier. Also es ist unglaublich. Ja, und deshalb sehen wir uns 15.30 Uhr. Nicht vergessen, einschalten, hier ein bisschen kleinen Wirschli-Test und dann heute Abend oder heute Nacht auf jeden Fall dabei sein, wenn wir gemeinsam dann 2021 einläuten und einfach Vollgas geben fürs nächste Jahr. Und uns da nochmal gemeinsam, vielleicht gemeinsam betrinken heute Abend. Ja? Also, in diesem Sinne, den einen oder anderen Palinka bitte bereithalten dann für heute Nacht. Und natürlich den Sekt. Den Sekt natürlich. Und dann jedet rund mit der Nationalhymne, mit allem, was dazugehört. Bisschen Dinner vor Wuhan, mit einem Graurind, worüber man stolpert. Und ich weiß nicht alles. Also machen wir. Wir werden uns dann sehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein paar angenehme, ruhige Stunden noch im letzten Jahr. Bis gleich 15.30 Uhr und dann heute Nacht um Mitternacht, kurz vorher oder nachher. Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss.